Is everything working now? Is everything goddamn working now? Oh, I'm gonna test this again. Verdammt! Das Spiel hat sich wieder von selbst umgestellt. Und ich kann hier wieder die traurige Nachricht überbringen. Du bist wieder da. Ja, sorry. Ich habe eine Leiche zwischen den Rohren gefunden. Skip. Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht alleine arbeiten. Skip. Sorry, Bro. Ja, eigentlich will ich Charles eine Mission machen. Okay, Logbuch. Bündete. Geo. Nein. Ach, Charles Mission. Ah ja. Okay. Also. Letztens ist das Spiel gecrashed. Lasst euch nie wieder von Angst beherrschen. Okay, Bro. Deswegen hoffe ich, dass diesmal es besser läuft. Obwohl der PC im Hintergrund auch schon wieder überhitzt. Mal schauen, wo es sich findet. Tempest ist X. Ach, ich bin nicht zu Tempest gegangen. Verdammt. Jetzt bin ich in die Slums runter. Boah. Kein guter Start, kein guter Start. Ja, willkommen zurück in Mass Effect Andromeda. Mit eurer Verwirrtheit. Ich. Mit langen Ladebildschirm. Verdammt, schaut die Rüstung cool aus, aber. Ah, ich habe in letzter Zeit wieder viele technische Probleme gehabt und anscheinend hat sich wieder alles umgestellt. Wie kann ich die Ebene wechseln? Nein. Ich schau mal, ob es da draußen was Cooles gibt. Missionstechnisch. Sonst kann ich. Oh, geile Aussicht gibt's. Ja, die gibt's. Aus dem Weg. Liam. Ja, draußen ganz. Wird das jetzt erst draußen sein? Selbst das Wasser ist eine eiternde Wunde, die kein Medikament heilen kann. Soll ich sie zur Tempest zurückschicken? Wäre das eine Option? Echt jetzt? Komm schon, Char. Ist doch wunderschön hier. Schau dir das Nebel an. Er braucht Wasser, wenn er in die Luft schauen kann. Wasser wird sowieso später oder früher oder später monetized. Okay, wir haben ein paar Missionen noch. Standort, nach Erinnerungen. Ah. Ich habe Angst, dass mein PC überhitzt, deswegen mache ich einfach Kadara-Mission. Aber verdammt, der heizt schon ziemlich ein. Was haben wir für ein Cameo drauf? Grün. Olivgrün. Oh, ist das geil. Wie haben wir es geschafft, die Moral aufrecht zu erhalten, obwohl überall Cats sind? Das haben wir nicht. Als unterdrücktes Volk zu leben, hat nichts Geheimes. Wir versuchen einfach zurechtzukommen. Das ist nicht unbedingt beruhigend. Ich bin hier, um die Initiative. Ich sehe niemanden. Sehen Sie jemanden? Sehen wir uns mal um. Vielleicht hat sie ja etwas zurückgelassen. Sie ja, die Sängerin. Gute Musik hat sie zurückgelassen. Ich habe schon gesehen. Alle erwischt. Ja, gut gemacht, Team. Gut gemacht. I'm still breathing. Was ist das? Na dann, mal los. Wir sind nicht explodiert. Ein gutes Zeichen. Sehen wir uns um. Er muss irgendwas gemacht haben. Ist das wieder ganz woanders jetzt? Finde mich schon wieder irgendwo auf der Map herum? Ja. Also. Geschafft. Sie ist offen. Interessante Waffe, wenn ich treffen würde. Wie wechsle ich Waffe in dieses Spiel? Hier.
Gut. Irgendeine Waffe habe ich mit, die ich zum ersten Mal teste. Reyes, ich habe ein Datenpad mit einem NAV-Punkt gefunden. Vermutlich versteckt sie dort die Fracht. Sie hat das Ding wahrscheinlich für den Käufer zurückgelassen. Was ist nur aus dem guten alten Brauch geworden, einfach in ein Geschäft zu gehen? Sloan bekommt von allen offiziellen Verkäufen in Kadara einen Anteil. Man muss schon kreativ werden, wenn man das umgehen will. Haben Sie irgendwas gefunden? Der Salarianer ist ein Hehler, ohne direkte Verbindung zum Kollektiv. Ich vermute, dass Sia ihn getroffen hat, um potenzielle Käufer zu finden. Wir sollten diese Koordinaten überprüfen. Ich treffe sie dort. Willst du die Mehrwertsteuer überprüfen? Sie waren Warte. Gesetzeshüter? Nicht lange. Oder lange genug. Je nachdem, wen man fragt. Sie waren also schlecht darin? Nein, aber ich wollte die Dinge verbessern. Und bin einfach auf zu viele Hindernisse gestoßen. Sie wollten etwas verbessern und sind deshalb gegangen? Für mich klingt das, als wären sie schlecht darin gewesen. Nein. Du hast ja Regeln, nach denen man sich halten muss. Okay. Ja, wir teleportieren. Natürlich ist das wieder irgendwo in der Map. Typisch. Typisch. Oh. Oh. Ich hoffe schon langsam, dass das ein Feature wird im nächsten Mass Effect. Ein Shuttle. Jemand war vor uns hier. Freunde! Hopp. Das schaut eigentlich ziemlich cool aus, das Shuttle. Ich weiß nicht warum, aber das hat was von Cowboy Bebop, wenn das Sinn ergibt. Hallo? Ah ja, Reyes. Natürlich. Okay, Lea. Könnte es sein, dass das alles ein ausgefeilter Trick war, um sie herzulocken? Sie meinen, es gab nie eine Fracht? Bravo. Ich wusste, dass du es irgendwann rauskriegst. Sia. Du konntest einem großen Gewinn noch nie widerstehen. Was soll ich sagen? Ich bin eben gierig. Deshalb hast du auch keine Freunde. Du bist egoistisch. Das ist nicht wahr, das stimmt wohl. Da hat sie recht. Autsch. Du verlierst anscheinend dein goldenes Händchen, Reyes. Ich weiß noch genau, wie deine Worte mir geschmeichelt haben, bis du mich abgesägt hast. Soll das heißen, dass es hier darum geht? Natürlich nicht. Du hast alle guten Jobs in Kadara an dich gerissen. Und das hat nicht nur meine Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt hat die örtliche Schmugglergewerkschaft beschlossen, mich auszuschalten? So ungefähr. Ach, Scheiße. Angriff. Ja. Kann ich Reyes ausschalten? Schießt auf jeden Fall schnell das Ding. Aber verliert doch schnell Muni. Bauen sie mal rum. So, das nochmal. Ja. Wo ist der Reyes? Hier ist er. Das war's. Sagt Reyes nichts. Hat der Mann nichts zu sagen. Handy. Hey, Reyes. Ah, jetzt da. Ich wusste zwar, dass ich nicht beliebt bin, aber ich hätte nie gedacht, dass die anderen Schmuggler sich gegen mich zusammentun. Das ist irgendwie schmeichelhaft. Es wäre klug, wenn sie sich bedeckt hielten. Diskretion ist meine große Stärke. Ach, so viel Aufwand. Und es springt kein einziger Credit dabei raus. Immerhin gibt es jetzt ein paar Schmuggler weniger in Kadara. Sie haben die Konkurrenz ausgedünnt. Sie finden auch in allem etwas Gutes, Pathfinder.
Und dich nicht. Ich sollte hier mal aufräumen. Sia war ein Miststück, aber es wäre falsch, Sia einfach liegen zu lassen. Was? Ein perverse Sau. Da sollen wir ihn mit ein paar Leichen auch noch in Ruhe lassen. Ah, kranker Typ. Gehen Sie ruhig. Ich erledige das hier. Ich will dir nicht zuschauen dabei. Das kleine Raumschiff. Okay, was war da sonst noch? Außenposten dürfen wir gleich weg. Gesprächsassistentin. Okay. Was zum Teufel? Was war hier oben? Ach Gott, das ist viel zu weit weg. Wie bekomme ich den Außenposten? Das ist die große Frage. Ich muss die Hauptstory da machen. Rituale? Meine Familie war nicht sonderlich religiös, also hatten wir auch keine Rituale. Es ging einfach nur darum, zusammen zu sein. Merkwürdig. Bei uns ist genau das die wichtigste Tradition. Ist alleine sein die wichtigste Tradition. Wow. Ich schätze, das ist beim Schiff hier. War ein Schuss. Nein, ich bin auch Sprung verkackt. Ayo. Fresh ein Bier. Was darf sein? Eine Flasche vom stärksten Stoff, den Sie haben. Das ist für Stationsleiterin Cash. Dann 6 Flaschen. Wirklich, das war die ganze Quest. Na Gott sei Dank bin ich hergekommen. Schauen wir mal. Jetzt machen wir Kadara fertig heute. Kann ich noch nicht. Hii, Mist. Okay. Logbuch. Was? So, Baritausch. Wo ist das? Ah, okay. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wenn wir mal Baritauschen. Baritausch. Dieses Gebiet heißt Drawlea. Das bedeutet Todeshöhlen. Sehr nett. Nicht wirklich. Doch, finde ich nett. Nein, rein in die Höhle. Finden wir raus, was drin ist. Achtung, Feinde! Ah, ich glaube, die wird wieder verkauft. Biotic Explosions machen gar nichts in diesem Spiel. Einfach nicht selbst was gelöst. Dem? Da ist noch so ein Ding. Oh, Tail Whip. Gute Arbeit. Waren wir doch schon mal. Ob es da allen noch gut geht. Wir sind alle schon tot, weil wir den falschen Schwefeldieb erwischt haben. Ich habe eine Leiche gefunden. Sie ist nicht frisch. Ja, ist das so wie Reyes, der seine Leichen frisch mag? Ah, der Landvermesser. Wer war das? Verbannte, das Kollektiv, irgendwelche Exilanten? Die Schwerkraft. Was? Er hat sich das Genick gebrochen. Wahrscheinlich bei dem Versuch, Barrettproben zu beschaffen. Das ist ein unglücklicher Todesfall.
Sam, lade seine Daten herunter. Dann können wir wenigstens die abliefern. Ah. Idiot. Wie? Da kann ich normal immer rauszoomen, oder? Ach, verdammt. Ach, komm schon. Da, Mist. Dann nehmen wir halt langen Weg hinaus. Oder denke ich an ein anderes Spiel, wo das geht. Ich bin hier gekommen. Da schnarcht jemand. Ganz laut. Hop, der ist wieder gespawnt. Den wird schon erledigen. Hey, Sunlight. Hop, der ist auch wieder gespawnt. Schaff ich's. Du lügst, du lügst. Okay. Jetzt bin ich dann hier fertig ziemlich. Gehen wir raus. Schon. Ja, das Kampf ist, komm schon. Wir sind doch auf der Flucht. Raus aus den Todeshöhlen. Wirklich. Ah, anscheinend hätte ich das Ding killen müssen. Ah, das würde gehen. Geht doch. Wenn man im Auto ist, sollte man schon teleportieren können. Da ist man ja nicht im Kampf. Wie was? Gott sagt, die Scheiße brennt. Ah ja. Diesmal ist Musik im Club. Ich habe ihren Landvermesser gefunden. Er hat sich beim Beschaffen von Barytproben den Hals gebrochen. Gute Landvermesser sind schwer zu finden. Ich hoffe, Sie haben die Proben mitgebracht. Bitte sehr. Wunderbar. Hier sind Ihre Credits. Sie haben sie verdient. Ja, sah ich schon mal gleich aus. Darf man das sagen? Darf man das sagen? Stimmt doch. Okay. Schauen wir mal, ob wir da noch eine Mission haben mit Sloan. Logbuch. Valley Skill Petras. Char Bibi Solarianisch nach. Okay, keine Ahnung. Mal schauen, ob ich einfach das Lohnen wieder reinmarschieren kann. Moin. Ansonsten bin ich ziemlich fertig auf Kadera. Lass mich rein. Schaut so cool aus. Und? Keine Dummheit, klar? Oh.
Hey, Bro. Sie hatten schon mit den Cat zu tun? Hm. Es ist ziemlich schwierig, sich in Andromeda zu bewegen, ohne ihnen früher oder später über den Weg zu laufen. Ja, und? Als Sloan die Macht übernahm, hat sie die Cat hier ausgerottet. Es gab öffentliche Massenhinrichtungen, um den Leuten zu zeigen, dass Kedera frei von Cat ist. Jetzt gibt es allerdings Gerüchte über einige Versprengte in den Badlands. Wenn diese Geschichten wahr sind, müssen sie verschwinden. Wenn es da draußen Cat gibt, können Sie gerne Ihre eigenen Leute losschicken, um sich um sie zu kümmern. Hören Sie, die Sache sieht so aus. Alle wissen, dass Sloan die Cat hier ausgelöscht hat. Sollte das jetzt durch irgendetwas in Frage gestellt werden, wäre das ein Zeichen von Schwäche. Sie allerdings sind unabhängig. Wohin Sie gehen und was Sie tun, hat nicht das Geringste mit Sloan zu tun. Sie sagten doch, Sloan hätte die Cat hier getötet. Was ist passiert? Die Cat hatten den Hafen abgeriegelt, als wir hier ankamen. Sie haben zahllose Angara von hier weggebracht. Zu welchem Zweck, kann ich nicht sagen. Aber die Leute hatten Angst. Und dieser Ort hatte Potenzial. Also haben wir gegen die Cat darum gekämpft und gewonnen. Haben Sie draußen die Dekorationen gesehen? Sie sind Sloans Art, allen klarzumachen, dass sie jetzt an der Macht ist. Na schön, ich werde mich vielleicht mal in den Badlands umsehen. Sehr schön. Oh Gott, anscheinend. Du siehst zerbrechlich aus. Du hast deine Befehle. Sloan. Ich mag Sloan nicht. Kann ich mit dir reden diesmal? Klitscht sie? Wird sie klitschen? Sie. Wir hatten einen schlechten Start. Lassen Sie uns nochmal von vorne beginnen. Ich weiß, dass Sie an der Flucht von Vayne Tarif beteiligt waren. Dafür gibt es keine Beweise. Ich brauche keine Beweise, um Ihnen eine Kugel in den Kopf zu jagen. Das ist doch nicht Ihre Art, Probleme zu lösen. Ja. Sie haben Glück. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist Pathfinder-Gehirn auf meinem Boden. Also, was wollen Sie? Spucken Sie es aus. Was hat das Kollektiv gegen die Verbannten? Die Leute wollen immer das, was sie nicht haben. Und die Schläger des Scharlatans bilden da keine Ausnahme. Wer, denken Sie, ist der Scharlatan? Ich vermute eine Gruppe von Leuten. Es braucht mehr als eine Person, um diese Bande zu leiten. Beunruhigt es Sie nicht, dass Sie in das Territorium der Verbannten eindringen? Nein. Wenn Sie zu weit gehen, bin ich bereit. Helios ist nicht gerade gastfreundlich. Wie haben Sie überlebt, nachdem Sie die Nexus verlassen hatten? Wir sind zwar nicht mit leeren Händen gegangen, aber als die Vorräte knapp wurden, mussten wir uns etwas einfallen lassen. Ich habe Angriffe auf Konvois der Cat befohlen und mit angaranischen Siedlungen gehandelt. Sie haben mir dann von Kedera Port erzählt. Sie hatten nie gewaltsame Auseinandersetzungen mit den Angara? Nur mit den Rokar, diesen beschissenen Arschlöchern. Ich habe mich über sie informiert. Leiterin der Nexus-Sicherheit, ausgebildet von der Allianz. Den Akten zufolge sind sie aufbrausend, waren ansonsten aber eine loyale Soldatin. Wieso haben sie die Seiten gewechselt? Weil ich es leid bin, Arschlöchern zu unterstehen. Ich hätte die Situation auf der Nexus geklärt, aber Tan wollte ein Blutbad. Er hat die Kroganer eingesetzt, ohne mich auch nur zu fragen. Neue Galaxie, derselbe alte Scheiß. Sie hätten auch einfach den Dienst quittieren können. Die Leute wären ohne meine Hilfe gestorben. Und nicht alle Exilanten sind Kriminelle. Einige von ihnen hatten einfach nur genug. Dafür, dass sie keine Kriminellen sind, töten sie aber ziemlich viele Leute. Ich tue, was nötig ist, um meine Leute zu beschützen. Mit der Waffe im Anschlag. Wissen Sie, Pathfinder, als ich mich der Initiative angeschlossen habe, dachte ich, wir würden eine neue Gesellschaft aufbauen. Eine bessere Gesellschaft. Aber die Initiative war nur ein weiteres leeres Versprechen. Die einzige Person, bei der ich mich darauf verlassen kann, dass sie etwas verändert, bin ich. Das ist immer so. Sie hat fast eine zu softe Stimme für die Person, die sie darstellen soll. Sie bräuchte was Härteres. Mehr Voku Frei. Mehr Voku Frei. Wie kommt es, dass ein Mensch über einen angaranischen Hafen herrscht? Als ich nach Kedera kam, haben die Cat die Angara wie Vieh zusammengetrieben.
Es war ein Gemetzel. Meine Leute haben dem ein Ende gemacht. Und natürlich waren uns die Einheimischen dankbar dafür. Und was ist mit diesen Köpfen, die den Raumhafen verzieren? Sie dienen als Warnung. Für die Cat? Für jeden. Also die Verbannten. Machen Sie sie mir doch mal schmackhaft. Die Verbannten wollen sie nicht. Wow, das war deutlich. Ich habe all meine Leute selbst ausgewählt. Sie haben entweder Potenzial oder eine gemeinsame Vergangenheit mit mir. Sie haben keines von beidem. Ist ja schon gut. Ich war nur neugierig. Dann will ich Sie mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Pathfinder, halten Sie sich aus Kaderas Angelegenheiten raus. Das hier ist nicht Ihr Terrain. Nein. Ah, Shepard und Garrus hätten sich ja schon aus dem Fenster geworfen. Oder aus dem Airlock. Wie heißt der Typ? Es ist nicht Char. Der Proteaner von Mass Effect 3. Wie heißt der noch schnell? Oh, verdammt. Uns gehen die Filter aus. Was machen wir da jetzt? Aufmachen. Ich habe gar keine Köpfe gesehen. Anscheinend haben wir noch eine Kadara-Mission. Aber keine Sorge, jetzt treffe ich diesmal die falsche Taste und gehe auf die Nexus. Habe ich Nexus gesagt? Zu viel gemordet in letzter Zeit. Igor Uschi. Immer die Uschi mit. Dolte Uschi. Was haben wir da sonst noch? Wir sind woanders in Verwendung. Da. Da habe ich vielleicht nichts Neues bekommen. Team. Liam und Char. Char und Bibi. Und. Das. Wie lange sind wir schon drin in der Folge? 27 Minuten. Laptop überhitzt. Laptop. PC überhitzt wieder. Verdammt, dieser Ausblick. Okay. Sehe ich die Mission irgendwo gleich? Get off Kaderra. Get off Kaderra. Get off Kaderra. Yeah. There's my car. Ah, schaut ziemlich cool aus. Lexi hat mir was zum Lesen über die Kultur der Asari gegeben. Und? Was? Oh, und nichts. Sie sind ein interessantes Volk. Wobei es schon merkwürdig ist, dass sie das genetische Material anderer Spezies nehmen, um ihr eigenes zu verbessern. So wie die Cat. Oho. Schwere Anschuldigungen. Ja. Sieht nach einem Absturz aus. Das sieht übel aus. Sie wurden angegriffen. Nein, lebst du noch, Bruder? Wer ist da? Hamas, bist du das? Nicht sprechen. Wir bringen sie in die Stadt zurück. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Es ist zu spät. Ich will mich einfach nur ausruhen. Verlier nicht die Hoffnung, Bruder. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Es waren die Cat. Sie haben uns überrascht. Sie haben alle getötet. Jon hat am längsten durchgehalten. Sie wussten nicht, dass ich noch lebe. Ich habe gesehen, wie sie unsere Waren geplündert haben. Dann sind sie aufgebrochen. In Richtung Hügel. Was ist in den Hügeln? Haben die Cat dort eine Basis? In den Hügeln ist gar nichts. Ich weiß nicht. Wir haben nie etwas von einer Basis gehört. Sloan sagt, auf Kaderra gäbe es keine Cat mehr. Yep. Was haben Ihnen die Cat gestohlen?
Ich weiß es nicht. Vorräte, Waffen, erbeutete Schiffsteile. Sie können sich jetzt ausruhen. Danke. Ich wünschte... Es gibt eine Lady Girl in diesem Spiel. Katis, hier ist Ryder. Ihre Kettgerüchte stimmen. Wir sind gerade auf eine Karawane gestoßen, die Sie angegriffen haben. Verdammt! Ich hatte wirklich gedacht, wir hätten alle erwischt. Einer der Verwundeten sagte, sie wären Richtung Hügel gezogen. Ich werde das überprüfen. Ich helfe bei der Suche. Hole mir nur schnell ein Shuttle. Echt? Können wir keinen Medigear-Leben geben? Das ich will auf der anderen Seite. Nein, direkt vor mir ist durch irgendwas sein. Pibi, wenn Asari bei der Göttin rufen, von wem reden sie dann? Von mir. Ist doch klar. Oh, sie haben dann einen Baby-Orgasmus. Bei der Göttin. Das ist gerade ein Fisch gespawnt. Das ist ein Teufel. Ah, jetzt da. Catchspuren. Sie führen in diese Hügel. Die Waffe hat nicht wirklich viel Moni. Oh, das Ding fliegt. Okay, die Uschi ist nicht das Wahre. Habe ich mir knackiger vorgestellt. Zwei. Ich hoffe, ich kann nicht jedes Mal raus und die Spuren scannen. Doch, muss ich. Technologie ist auf keine der beiden Gruppierungen Kedaris registriert, Pathfinder. Catchspuren. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, die Uschi wird verkauft. Was gibt's hier? John, Sie sollen wissen, dass die Asari sich nicht so fortpflanzen wie die Cat. Nicht? Die Person, mit der wir uns paaren, bleibt unverändert und es entsteht dabei ein völlig neues Wesen. Aber dieses Wesen ist immer eine Asari. Ich wollte nicht andeuten, dass sie etwas Schlimmes tun. Die Asari haben mehr mit den Angara gemein als mit den Cat. Natürlich. Ich habe ihre Gefühle verletzt. Verzeihen Sie. Oh. Dass es dann ein Follow-up gibt gleich. Lade Munition nach! Uff. Ins Grab gebissen. Nicht erwischt. Haben wir nicht gerade in einem anderen Datenpad dieselbe Geschichte gelesen? Nur eben andersrum. Dieses Mal erpressen die Verbannten das Kollektiv. Der Nachpunkt wurde auch aus diesem Datenpad entfernt. Was geht hier vor? Propaganda. Propaganda. Joel, Ihre Leute kämpfen schon sehr lange gegen die Cat. Der Kampf begann lange vor meiner Geburt. Gibt es Ihnen Mut, dass Sie jetzt Verbündete haben? Uns, meine ich. Es ist besser, wenn man nicht alleine stirbt. Ja. Wow. Glauben Sie nicht, dass wir gewinnen können? Das ist kein normaler Krieg, also wird es auch keinen normalen Sieg geben. Ah. Ja, schau. Doch kein Optimist. Die zu treffen ist wahnsinnig schwierig. Noch mehr Spuren. Jetzt kann es nicht mehr weit sein. Diese fette Höhle.
Wenn ich ein Cat wäre, würde ich mich in der Höhle da verstecken. Katis, ich glaube, ich habe was gefunden. Schicke jetzt den Nav-Punkt. Zu viel Gewalt. Mal schauen, was hier drin los ist. Sind wir ein klein wenig ungeduldig? Sloan, sie hätte ich hier nicht erwartet. Sie wollte kein Nein als Antwort akzeptieren. Ich lasse meine Kämpfe nicht von anderen austragen. Und schon gar nicht von einem Schoßhund der Initiative. Sie hatten kein Problem damit, dass dieser Schoßhund Informationen für sie aufspürt. Weil Hunde genau das machen. Sie verfolgen Fährten. Das reicht jetzt. Bringen wir es hinter uns. Du bist so ein Griesgram, wenn du dir Sorgen machst. Jede Sekunde, die du nicht im Hafen bist, ist eine Gelegenheit für das Kollektiv. Der Pathfinder und ich kriegen das auch. Was war das? Sie wissen, dass wir hier sind. Machen Sie sich bereit. Gott. Merkel! Wollt ihr Sloan cool machen? Ich weiß es nicht. Erledigt. Wo ist mein Shotgun? Dad. Und wir rundherum circlen. Wow. Oder auch nicht. Passen Sie auf! Auf was? Den kleinen Gesalbten. Lebensfähigkeit erhöht. Yay! Das war's. Das war Easy Mode. Wo sind die anderen überhaupt? Ah, hier sehe ich wen. Easy Mode. Okay, dann lassen wir mal die Leichen verschwinden. Gute Idee. Es braucht ja schließlich keiner zu wissen, dass sich Cat direkt vor ihrer Nase versteckt hatten. Richtig. Und ich weiß ihre Diskretion zu schätzen. Die kostet schätzen. Ah, okay. Wow. Sie ist wegteleportiert. Sonst noch was? Nein. Das war's. Kann ich jetzt hier leben? Das interessiert mich am meisten. Ah, da ist ihr Schiff. Was? Da kann ich reinfahren. Oh, falsche Taste. Oh! Das werde ich jetzt umparken für sie. Das habe ich nicht gewusst. Ist ja geil. Ah. Oh. Nur mit gegen Schiff. Oh ja. Oh. Gut ausgeparkt halt. Oh. In den Sumpf damit. In den Sumpf damit. Ach Mist. Oh. Nein. Okay, das funktioniert sogar. Das kommt mir schon also nicht so gut. Schon. Ah.
vielleicht einen Film drehen zusammen. Mit dem Namen Bro, wo ist mein Auto? Ich muss sagen, ich hatte auf Piraten mit Augenklappe und Holzbein gehofft, die nicht ganz so schießwütig sind. Ja, ja. Danke für die Unterhaltung. Schon. Beine des Sumpf. Ah. So knapp dran. Yay! Noch ein bisschen dran gesandwiched. Ah. Viel Spaß beim Einsteigen. So. Gustav Sloan. Und offen. Eingepackt und wieder ausgepackt. Was? Nein. Kann sein. Wollen Sie mich auf Trab halten? Eigentlich hält das nur mich auf Trab. Oh. Okay. Das ist auch eine Option anscheinend. Wenn wir mal einpacken. Nomad coming through. Die Junkies werden gleich einen Riesentrip kriegen. Mit einem komischen Bild im Kopf. Okay. Dann. Okay, nein, steigen wir aus. Ich habe ihn hier absichtlich geparkt. Oh boy. Okay. Los da. Das ist eine 50-Minuten-Episode. Verdammt, ist die Aussicht geil. Pathfinder, Sie haben verpasste Anrufe auf der Tempest. Schauen Sie bitte vorbei, wenn Sie mal kurz Zeit haben. Nein. Hab grad mit meinem Auto Spaß. Okay, schauen wir mal, ob es da noch was gibt dann. Oh, was war das gerade? Oh, gut, der Verbannten. Normalerweise spazieren Leute, die sich Sloan widersetzen, nicht einfach zur Tür raus. Soll mir das etwa Angst machen? Ich sage nur, wie es ist. Sind Sie Sloans Stellvertreter? Sie bezeichnet mich als ihre turianische rechte Hand. Ich sorge dafür, dass kein Sand ins Getriebe kommt. Haben Sie während der Meuterei gemeinsam mit Sloan die Seiten gewechselt? Ich kam auf der Arche Nathanus hierher. Ich habe nie einen Fuß auf die Nexus gesetzt. Ich bin auf Haval einigen Überlebenden von der Nathanus begegnet. Sie sind noch am Leben? Das müssen Sie Rix zu verdanken haben. Er ist der neue turianische Pathfinder. Dann hat Mason es also nicht geschafft. Wirklich schade. Das Kollektiv sorgt für ziemlich viel Unruhe in Kadera Port. Wie wollen es die Verbannten schaffen, an der Macht zu bleiben? Indem wir unsere Pläne für uns behalten. Sie und Sloan scheinen sich nahe zu stehen. Was ist damit? Nichts. Ich bin nur neugierig auf die Geschichte dahinter. Wir haben uns auf der Citadel kennengelernt. Sie hat mir ins Gesicht geschlagen, als ich sie auf einen Drink einladen wollte. Im Ernst?
Nein. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram, Pathfinder. Man sieht sich, Katis. Ah, er ist cool. Er gefällt mir. Sloan nicht so. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, dass er an die Macht kommt. Oder kein Sonnenbrandmittel. Was wollen Sie, Pathfinder? Ich aus Oblivion. Dem schon davon gehört? Natürlich. Es ist mein Produkt. Was ist damit? Ich bin nur neugierig. So. Dann will ich Sie mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Gut. Ich habe gleich geschaut, ob ich hier einen Außenposten jetzt machen kann. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Okay. Logbuch. Helios Aufgaben. Dora. Oh. Okay, nein. Vielleicht noch nicht. Gehen wir mal auf die nächste. Lesen unsere E-Mails. Text. Tempest. Tempest. Verdammt, zu viel auf der Nexus gewesen. Nexus Mods gelesen. Oh. Ich sehe nur zu, wie die Schiffe reinkommen. Die Leute sehen nur die zu. Nichts zu sagen. Tempest. Ja, ich habe die richtige Taste gedrückt. Yay! Okay, dann war das zu lange. Gil hat gefragt, ob Sie mal vorbeikommen können. Nein. Sie haben... Die Cat-Genetik widerspricht allem, was wir kennen. Sie bestehen aus Teilen unterschiedlicher Spezies und sind doch durch und durch Cat. Es ist bizarr, erschreckend und gleichzeitig faszinierend. Sehen Sie es mal so. Während Sie in Ihren Genen herumstochern, machen die Cat vermutlich genau dasselbe mit unseren. Na, vielen Dank auch. Jetzt werde ich nie wieder ruhig schlafen können. Ja. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Okay. Hunde. Okay. Ich muss Reyes anscheinend anrufen. Jetzt kann ich dann die Mission machen, die ich gerade die ganze Zeit machen wollte. Jetzt, wo es vorbei ist und ich es nicht mehr machen werde. Niemand was zu sagen? Auch gut. Die Vidcon-Kanäle sind bereit, Pathfinder. Ja. Ryder, wie geht's meinem Lieblings-Pathfinder? Suvi meinte, es ginge um irgendwas Wichtiges. Ich dachte, Sie könnten vielleicht einen freien Abend vertragen. Sloan hat zu einem geselligen Beisammensein geladen und ich konnte eine Einladung ergattern. Hätten Sie Lust, mich zu begleiten? Sloan veranstaltet eine Party? Ich hätte nicht gedacht, dass sie der Typ dafür ist. Sie betrachtet diese Veranstaltungen als notwendiges Übel, um die Leute bei Laune zu halten. Zu kostenlosen Drinks sage ich nie nein. Vor allem dann nicht, wenn sie aus Sloans Privatvorrat stammen. Wir treffen uns vor dem Hauptquartier der Verbanden. Oh Gott, da war ich gerade. Ja, ich glaube, in der nächsten Folge mache ich das einfach. Oder Charles nehmen wir schon. Mal schauen. Die hängen schon ziemlich lang weit raus. Okay, peace out. Ich gehe Sachen verkaufen, die nicht notwendig sind. Bis zum nächsten Mal in Mass Effect Andromeda. Jo.